Der Virus, wer bin ich? Gibt's den überhaupt? Ja. Ich glaube, ich bin ziemlich infiziert damit. Er macht mich total fertig. Er greift so das ganze Betriebssystem an hier. Die Festplatte und so. Auch noch die Hardware. Immer wenn diese Idee, dass mir was aus dem Ganzen gehören könnte, oder sogar die Idee, dass es ein mir, ein mich, ein ich gibt, die befällt dieser Virus, wer bin ich? Es ist sozusagen der letzte Wunsch aller Wünsche, dich selbst kennenzulernen, nachdem du vielleicht gemerkt hast, dass alle anderen Wünsche dir nicht das bringen können, nachdem du dich wirklich sehnst, ja. Und dieser Virus, wer bin ich, der wird dir erstmal nichts Schönes bringen, der macht das Leben nicht schöner, nicht besser, nicht angenehmer. Nee, er zeigt dir höchstens, dass nichts von all dem, was du geglaubt hast, es würde dir gehören, überhaupt deins ist. Nee, nimm dir alles weg da. Dann gibt's dich nicht mehr als eine Identität, ich meine als einen Besitzer von der Identität. Ja, aber das sind alles nur leere Versprechungen. Ich glaube, der macht mich ganz kirre, der Virus. Wer bin ich? Ja, da kann ich nichts machen, außer so viel Quatsch zu erzählen. Wer bin ich überhaupt? Wer spricht denn da? Wer hört denn da? Wer bin ich? Glück, 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 Glück.